freue mich so, denn Sie haben uns im Vorfeld die Rezeptur für den Liebestrank verraten. Wir haben das schön zusammengemixt, haben es auch stehen lassen. Meine Redaktion hat ein wunderschönes Etikett. Hier, Judis Liebeselixier drucken lassen. Dann kann man ja kaum widerstehen. Ja, das wollen wir jetzt ausprobieren, ob es wirkt. Doktorate. Also, da ich mal annehme, dass das ein legales Rezept ist, wird wahrscheinlich nicht besonders viel passieren. Was haben Sie uns denn gegeben für ein Rezept? Wir haben das gemacht, was Sie uns gegeben haben. Ja? Hm? Ach so. Sieht die Sache ganz schnell anders aus. Also Ziel der Sache ist natürlich die, dass wir das trinken, uns die Klamotten vom Leib reißen und hier eine wilde Orgie starten. Okay. Nichts leichter als das, würde ich mal sagen. Ich sag mal so, 3 nach 9 ist bekannt für Überraschungen. Bitte schön, Sarah. Weißt du, warum ich kneife? Nicht, weil Judith hat mich vor 3 Sendungen überredet, einen Wodka zu trinken. Daraufhin musste ich hunderten erboster Zuschauer versprechen, dass ich nie mehr in der Sendung saufe, weil ich war nicht mehr in der Lage, auch nur einen Satz gerade auszusprechen. Frau Angerer ist ja Sportlerin. Ist da irgendwas drin, was in Dopingtests schwierig sein könnte? Hundertprozentig nicht. Nicht? Das klang so wie hundertprozentig ja. Ja. Oh, jetzt kommt Karasek. Herr Karasek. Das habe ich extra für Sie aufbewahrt. Was ist das? Das ist ein wunderbares Getränk. Ein Liebeselixier. Judiths Liebeselixier. Nach dem Rezept von Dr. Retsch. Also, übernehmen Sie die Verantwortung. Judith. Ich übernehme die volle Verantwortung. Schmeckt gut. Bis es dann soweit ist. Also, was ist denn genau da jetzt drin? Klären Sie uns mal auf. Das muss ich mal checken. Krass, ne? Ich spür's schon. Ach so, also das ist Damiana. Ich spür schon was. Das ist Damiana-Kraut aus Mexiko, das sind Zimtstangen aus dem Orient und Jasminblüten. Ja, was ist daran gefährlich? Das klingt wie so eine Infusion für Magenkranke. Ja, so. Also das Eigentliche, was daran wirkungsvoll ist, ist das Damiana-Kraut aus Mexiko, da hat es auch den schönen Namen Rompe Camisa, also man reißt sich das Hemd vom Leib. Und ich muss gestehen, mir ist vorhin das Hemd gerissen. Gibt's das zu Protokoll? Ja? Vorgekostet. Aber was passiert jetzt? Also ich meine, ich spüre so ein bisschen, es wird so warm. Ja, es wird warm. Man fließt in den Unterleib und an die entsprechenden Stellen, wo es dann zu kribbeln anfängt. Merken Sie schon was, Herr Karasek? Also, ich habe auch so ein bisschen Herzrasen. Ist das normal? Ja. Oder ist das schon die Wallung, wie ich verstehe? Ja, das sind die ersten Wallungserscheinungen. Ah, ja. Ich verstehe. Aber jetzt im Idealfall fallen wir gleich alle übereinander her. Yeah.